Hallihallo, ihr Nachwuchsrecken. Im letzten Part haben wir Brudels besiegt. Das war im letzten Part, oder? Ja, ich glaube, das war im letzten Part. Haben wir einer der Brudels besiegt. Und jetzt geht's unter die Pyramide. Um das Problem herauszufinden. Also, was das Problem ist. Wieso ist alles zugefroren? Und Untergrundtempel. Dass das den Bewohnern eigentlich noch nie aufgefallen ist. Dass es vielleicht unter der Pyramide auch noch etwas geben müsste. So könnte. Und den Goomba könnte man... Ja, den Goomba könnte man kapern. Ja, ich habe jetzt versucht, dort hochzukommen. Oh, fetter Turm. Und habt ihr den Mond gerade gesehen? Und ja, es geht. Nice. Fantastisch mit dem... Also, wir rutschen einfach nicht mehr. Sprint, Goomba! Jo, stimmt, wir können ja auch noch so einen fetten Goomba-Turm kapern. Warte. Ich darf keinen Goomba-Kollegen verlieren. Und einen Mond für dich. An der Spitze des Goomba-Turms. Nein! Mario, du Monster! Du Monster. Schütteln, um höher zu kommen. Hier die Goombas zu beseitigen. Tut mir leid, falls ich ein bisschen schlecht gelaunt töne, liegt daran, dass ich vorhin, weil ich glaube, das habe ich schon gesagt, ich habe eine Darmentzündung und so darmlindernde Tabletten muss ich nehmen und die halt jeweils eine halbe Stunde vorher messen. Ich habe richtig Kohldampf. Mein Bruder und meine Eltern sind gerade weg, also beim Training. Und ja. Ich esse dann das, was da ist. Oh. Und mir ist gerade eben aufgefallen. Als ich essen wollte. Ich habe ja vor nicht allzu langem gerade erst die Tabletten genommen. So, und geht's hier auch rein? So wie in der Pyramide. Nein, man stirbt einfach nur. So. Ich werde das jetzt nicht bei jedem ausprobieren. Weil dort sind... Tut mir leid. Weil dort sind drei Stück von denen. Ich. Nee. Komm, lass mal sein. Komm schon, mach. Ich warte auf dich. By the way, was haben die wir eigentlich für eine lustige Mütze an? Ich wollte mal was ausprobieren, okay? Ich glaube, das hätte sogar geklappt. So, und jetzt dort schön abwarten. Einen neuen Kugel will ich nehmen. Und weiter geht's.
Dort oben könnte eigentlich auch was sein. Dort kommt man nicht hoch, oder? Ich glaube, mit gezielten Sprüngen kommt man da schon hoch. Es ist ja auch irgendwie möglich, dort hochzukommen. Dann glaube ich einfach Long Jump hier drüber und dann dort hoch. Aber ich weiß nicht, ob ich das ausprobieren will. Nee, komm, lass mal. Tiefster Untergrund. Und ich schätze mal, hier lag der Ring. Okay, aber wenn dort zur Seite nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Dachte ich es mir schon. Weil Nintendo versteckt an solchen Stellen immer was. So, und dort hoch. Dort hoch kann man, glaube ich. Und das vibriert hier, oder? Nein, das nur wenn Mario. Da machst du einmal eine heftige Aktion, Mario, und schon schlechte Leistung. So, ich will aber dort nochmal hoch. Weil ich glaube, dort kann man halt wirklich hoch, oder? Geht das? Ah, nein! Ja, ich glaube, das geht. Wieso hat er jetzt losgelassen? Na egal. Dann halt nochmal. Um dich kümmere ich mich gleich, okay? An den Boss hier kann ich mich sehr gut erinnern. Und ja, das ist ein Boss. Ein sehr cooler Boss. Okay, es funktioniert. Boah, geil. Nice. Sowas mag ich. Nintendo versteckt an solchen Stellen immer so was Schönes. Mir fällt gerade ein, ist das... Das ist doch die Kuppel, die wir von oben gesehen haben, oder? Wie weit komme ich mit dem eigentlich? Ja, der explodiert gezielt. Ja, das ist der. Wo ist der Ring hin? Hast du den Ring gestohlen? Autsch! Ich kann mich an diesen Bosskampf sehr gut erinnern. Das ist eigentlich nichts weiteres als Kugelwillis. Seine Arme sind eigentlich nichts weiter als Kugelwillis. Au, ich wusste nicht, dass du selbst auch Schaden machst. By the way, ist wegen dir eigentlich alles zugefroren. Ich glaube, wieder ganz normal dreimal treffen, oder? Hallo! So! Und habt ihr gesehen, die Hand hat genau so wie davor angefangen, rot zu blinken. Der Typ ist doch eigentlich gar nicht böse, oder? Das ist doch nur eigentlich ein Wächter. Also ein klassischer Wächter. So wie man ihn aus zum Beispiel Indiana Jones Filmen oder so kennt. Also jetzt nicht Indiana Jones, weil schlechtes Beispiel gerade. Aber so aus anderen Schatzsuchern Filmen und das Ach, halt die Klappe. BAM! Boah, der Blick. Sorry, das musste ich speichern. Und da haben wir den Mond. Auf jeden Fall
Ich meinte, so aus anderen Schatzsucher-Filmen. So mit Magie und das alles. Dort gibt es ja auch immer Wächter, die diesen Schatz halt bewachen und verhindern wollen, dass der halt geklaut wird. Und so war er halt auch. Er hat halt einfach nur verpennt. Und dachte, Mario hat den Ring geklaut. Ich glaube, so war das. Das Loch in der Wüste geschafft. Boah, das Mikrofon versperrt mir mal wieder die Sicht. So, jetzt passt. Und jetzt ist alles. Boah. Puh, so heiß. Aber das war ja der Sinn der Sache, was? Bleiben wir dran und knöpfen uns Bowser vor. Wir haben genug Powermonde, um ins nächste Land zu reisen. Du kannst, das kannst du überprüfen, wirf mich einfach auf den Globus. So, jetzt geht's weiter. Klasse, wir haben endlich genug Monde beisammen. Ach so, wir können ins nächste Land reisen. Wieder geile Stimmung, ja. Ja, endlich. Was? Wieder Geld, hier kommt wieder Geld rein. Au. An die Coins wollte ich schon lange ran. Oh, stimmt. Es gibt ja noch die Samen hier. 3 Stück also überall. Wer bist du? Schnackelchen. Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß. Ah, ich kann es dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Wüstenland. Tic-Tac-Turnier 1. Das ist hier irgendwo versteckt. Such ihn, finde ihn, chepper ihn, chip. Ich glaube, der verrät einen Monde. Andere Länder, andere Sitten. Zieh dich an, wie wir machen. Mach Party, wie wir. Das ist unser Motto. Fetziger Hut, check. Verrückter Poncho, check. Du bist der Party würdig. Hinein mit dir, mein Freund. Ach so. Ah, ja, stimmt. Die gibt's ja auch noch. Oh, geil. Ich wusste nicht, dass Mario Gitarre spielen kann. Tanz mit neuen Freunden. By the way, habt ihr den zweiten Trailer, also den neuen Trailer, besser gesagt, von dem Mario Bros. Film gesehen? Bro, wie geil. Die Münzen waren auch nicht immer da, oder? Weil ja, falls ja, dann stehe ich jetzt ziemlich blöd da. Dann nehmen wir mal die Verbindung. Oh, die Kopfsteinpyramide wurde auch verbunden. Und wer zur Hölle bist du? Ich reise überall hin, um von der höchsten, um vom höchsten Punkt aus hinabzusegeln. Dieses Fleckchen fordert mich geradezu heraus. Ich fühle das Adrenalin schon in meinen Adern. Kra, kra. Ja, jetzt kommen so die Erinnerungen hoch. Mit dem konnte man gleiten. Zuerst will ich hoch zur Pyramide. Weil es wurde gesagt, eine Statue fehlt. Ja, ist schon so, wie ich es mir gedacht habe. Ja, mir auf sie rufen. Und ich schätze mal dorthin. Ich kenne diesen Ort. All meine Tage des Ödens herumstehen sind endgültig gezählt. Willkommen zurück, Mauxi. Das heißt, du standest hier. Coole Sache.
Oh, ich seh dort einen Mond. Einen neuen Mond. Einen noch nicht dagewesenen Mond. Tut mir leid, das muss jetzt sein. Wow, und wer bist du? Kann man die... Warte. Kapern kann man die, glaube ich, nicht. Oh mein Gott. Ich hatte gerade nur Augen für den glitzernden Stein. Weil alles, was glitzert, heißt Mond. Ja, so ist es. Im Inneren eines Blocks. Boah, hier gibt es aber viele Monde. Fast zur Hölle. Okay, du bist zu hoch. Weil das jetzt das ist auch die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, diesen Käfig kaputt zu machen mit den Kugelwillis. Manche denken vielleicht, ich spiele Kugelwilli Durchbruch. Manche denken vielleicht, ich spiele meine Unwissenheit. Kein Scherz, ich erinnere mich so. Kann es sein, dass ich die Goombas zu dir bringen soll? Also. Weil es kommen immer mehr Erinnerungen hoch, die mich beim ersten Durchspielen auch richtig verwirrt haben. Weil das ist ein Spiel, bei dem ich Domtendus Let's Play nicht zuerst geschaut habe. Das heißt, ich habe das beim ersten Durchlauf komplett blind gespielt. Ja. Romanze im Wüsteninneren. Ihr kennt doch sicherlich dieses Gefühl von, wenn so Erinnerungen hochkommen. Vogel? Ich dachte mir schon, dass ich die ganze Zeit zwei Vögel gesehen habe. Flatterhaft in der Ödnis. Oder wurde mir der reine Mond nicht gespeichert? Weil ich dachte mir schon, dass der reine nicht so weit fliegen kann. Und hier das Tic-Tac-Turnier. Ich hoffe mal, das liegt knapp gemessen, weil ich bin voll in die falsche Richtung gestartet. Autsch. Mit dir lege ich dorthin zurück. Und ich habe den Checkpoint hier nicht aktiviert. So. Schon geil. Ich glaube, der verträgt kein Wasser. So wie viele Körperungen. Weil bei vielen Körperungen ist das halt aus, wenn du Wasser berührst. Daran kann ich mich erinnern, weil das hat mich schon sehr, sehr aufgeregt. So, und wurde mir der Mond abgespeichert? Ja. So. Und dorthin war doch auch ein Tic-Tac-Turnier in Eis gelegt, oder? Ja, perfekt. Mario, stell dich jetzt nicht so an. Komm schon. Okay, fast. Ich glaube, ich stelle mich jetzt an wie der letzte Idiot, obwohl das eigentlich übelst einfach ist.
Ja, okay, dann nutze ich halt einfach das Stromnetz. Geht auch. Dann halt nicht. Dann von hier aus. Weil ich hoffe mal, dass das alles connected. Sollte eigentlich. So. Ja, ist connected. Die Coins nehme ich noch mit. Und ja, hier war ein Tic-Tac-Turnier. Das höchstwahrscheinlich in Eis gelegen war. Au. Komm schon, das schaffst du. Wüstenland Tic-Tac-Turnier 1. Aber wir haben schon richtig, richtig viele Monde gesammelt. Gibt's hier noch was? Hier? Nee. Wo könnte noch was sein? Ich glaube, dort drüben könnte noch was sein. Ich sagte könnte. Weil wir waren in vielen Arealen der Wüste noch nicht. Als ob, ich kann mich daran erinnern, dass wir hier oben waren. Oh, der P-Switch. Stimmt. Ist irgendwie das Tic-Tac-Turnier einfach nur in einfacher. Wüstenland Tic-Tac-Turnier 2. Ach so, das ist sogar ein Tic-Tac-Turnier. P-Switches zählen als Tic-Tac-Turnier. Wir haben 40 irgendetwas Monde. Ich glaube 46. Weil eine Reihe sind glaube ich 10 Monde, oder? Oh, das Wüstenfilm ist aber recht geil. So. Oder war der Hebel in Eis gelegt, als ich das erste Mal hier war? Weil die Verbindung wird jetzt hergestellt. Ich glaube, wir machen weiter mit ihm. Hier. Komm schon. So. Rufen. Und ich glaube, dann sollte es halt allgemein im nächsten Part, also logisch jetzt noch nicht. Der Part, da plane ich schon, dass er noch etwas länger geht. Aber dann irgendwann im nächsten Part geht's weiter. Kitu? Zuerst aber die Mütze. Kann ich dich auch kappen? Auswerfen, einholen. Ja, es geht. Ach so, das Angelspiel. Lass mich raten, ich muss den fettesten erwischen. War geil! Aber das Angeln schafft es wirklich in jedes Nintendo-Game. Ja, und? Er war fett genug. Darum gibt es auch einen Mond. Angeln in der Oase. Kann man Lakitu umbringen? Nein. Lakitu ist aber auch so ein Charakter, der ist irgendwie weder böse noch gut. Weil in manchen Mario-Teilen schmeißt er einen mit Stachis ab? Oh, ist das wie bei der Sphinx? Schon, oder? Weil in manchen Mario-Teilen. Ach, scheiße. Nein!
weil in manchen Mario-Teilen schmeißt er einen halt einfach ab mit Stachis. In den anderen, wie hier, ist er vollkommen neutral und ist nur am Angeln. By the way, wie fühlt sich das eigentlich an, gecaptured zu werden? Mann, man kann Schilder umwerfen. Okay, geil. Oh, du hast mich mitgenommen, damit ich meine Familie wiedersehen kann. Du hast wirklich ein Herz aus Gold, Kumpel. Komm ich jederzeit besuchen. Wiedersehen mit Miauxi. Ich wusste nicht, wieso hat er sich eigentlich überhaupt von seiner Familie getrennt? Ich wünsche mir irgendwie so eine Side-Story dazu. Und wieso steht der dort? Der war doch nicht immer da, oder? Berühre bloß nicht dieses Zeug, vielleicht kannst du aber was hineinreiten. Ach so, und wie komme ich an den Mond eigentlich dort oben ran? Oh, mir fällt es erst jetzt auf. Und war dort drüben ein Hund? Hänge den Hut an den Brunnen. Dort drüben war doch ein Hund. Ja. Ist das so wie in Breath of the Wild? Du fütterst ihn und... Er findet einen Mond. Im Sand gefunden. Guter Hund. In der Tat, guter Hund. Kann ich ihn auch kapern? Nein. Schade. Mir auf mich zu verfolgen. Ah, Mario! Ist der Hund weg? Ja. Wie random! Ich schwöre gerade. Das war keine Absicht. Das war so random gerade. Und dort drüben ist noch ein Samen. Okay. Geil. Dann bringen wir mal den Samen zurück. Nein! Der muss doch respawnen, oder? Also ich würde den Samen halt schon gerne jetzt rüberbringen. Weil immer wenn ich speichere, werde ich zum letzten Checkpoint zurückgeworfen. Ich brauche die Nuss oder den Samen. Was ist dort so verpixelt dargestellt? Oh Moment, ist das... Hier vibriert was? Es wird stärker. Viel stärker. Nochmal stärker. Schwächer. Hier. Wo? Hä, was ist das? Ein Mond! Ich kann's nicht glauben. Dünenspitze. Okay, es sind so viele Monde random platziert. Stimmt, dort oben gibt es ja noch die Rakete, die enttaut ist. Ja, Leute. Also ich würde jetzt auch den Part beenden. Lasst ein Like da, ein Abo, falls es euch gefallen hat.
Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.